Seit über 100 Jahren gibt es sie, die Antifa. In der Bundesrepublik war sie zunächst friedlich, später dann militant. Doch wer ist sie wirklich? Nun gibt es ein Buch, das dies klären will. Der Münchner Historiker Richard Rohrmoser hat es geschrieben und sagt, er wolle die Antifa entdämonisieren. Die Friedensbewegung, die Anti-AKW-Bewegung, die Frauenbewegung. Diese Bewegungen, denke ich, sind heute alle ziemlich respektiert, weil man ihnen attestiert, dass sie viel dazu beigetragen haben für Tempo, Richtung und Intensität des sozialen Wandels. Und meines Erachtens hat die antifaschistische Bewegung dasselbe geleistet. Der Berliner Künstler Bernd Langer ist seit über 40 Jahren Antifaschist. Schon als Schüler organisierte er Demonstrationen gegen Nazis. Der Motor war im Grunde genommen, dass man gegen diese verstaubten alten Strukturen angegangen ist. Es war ja auch noch eine Zeit, wo alte Nazis in Amt und Würden waren. Anfang der 80er Jahre in seiner Heimat Bad Lauterberg. Bernd Langer und seine Antifa demonstrieren gegen ein Kolonialdenkmal, vor dem sich bis dahin regelmäßig Traditionsverbände treffen. Und die Stadt, die sogar willkommen heißt. Ich fand es ganz frappierend, wie viele Veranstaltungen von SS-Veteranenverbände in den 1980er und 90er Jahren noch stattgefunden haben und wie viele solche Gruppen existiert haben, sich regelmäßig getroffen haben und dass weder der Staat noch die Zivilbevölkerung dem Substanzielles entgegengesetzt hat. 1983 blockiert die Antifa einen Parteitag der NPD. Die Gewerkschaften wollten lieber auswärts demonstrieren. Es kommt zur Straßenschlacht, so auch zwei Jahre später in Frankfurt am Main, wieder gegen die NPD. Dabei wird der 36-jährige Günter Sahre von einem Wasserwerfer überrollt. Er stirbt. Das war schon so ein Weckruf, auch international, an AntifaschistInnen. Es gab dann in vielen größeren Städten europaweit Demonstrationen. Die Geburtsstunde der sogenannten autonomen Antifa. Die sieht nun nicht allein in Nazis, sondern auch in der Polizei und dem Kapital ihre Gegner. Fast 14 Tage lang Remi-Demi in der Bundesrepublik. Also überall Demonstrationen, Banken und Polizeiwachen und alles geht zu Klump. Bernd Langer erfindet damals das Logo der Bewegung, die Originalfahne. Maske und Helm oben auf dem Regal. Fortan marschiert die autonome Antifa. Ganz in Schwarz, maskiert, behelmt und unter Langers Fahne. Das ist ein Beutestück aus den 90er Jahren, Anfang der 90er. Das ist damals zum Skinhead mal abgenommen worden. Rohrmosers Buch beschreibt, wie entschieden die Antifa gegen Neonazis vorgeht. Ein Seismograph antidemokratischer Tendenzen sei die Bewegung. Die antifaschistische Bewegung hat das aus einem Defizit seitens der staatlichen Behörden und Institutionen geleistet. Also eigentlich eher eine Reaktion denn eine Aktion. Als Reaktion auf die Pogrome von Rostock und Hoyerswerda, auf neonazistische Mordanschläge, entdeckt nun auch der Staat den Antifaschismus für sich und gibt bis heute Hunderte von Millionen aus. Es entstanden dann sehr viele staatlich geförderte Initiativen. Inzwischen, vor allem in den 1990er und 2000er Jahren, ist es ja ein Stück weit auch zur Staatsräson geworden. Saskia Esken bekennt, Antifa zu sein. Selbstverständlich. Aufregung, als herauskommt, dass die Bundesinnenministerin für ein Antifa-Blatt einen Artikel geschrieben hat. Im Bundestag ist es Martina Renner, Abgeordnete der Linken, die mit dem Logo der Antifa für Unmut sorgt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Renner trägt an ihrem Revier einen Sticker der Antifa. Ich erteile ihr dafür einen Ordnungsruf. In Stuttgart begegnen Ingo Tut und Andreas Ziegler vor zwei Jahren der Antifa. Sie gehören zur AfD-nahen Gewerkschaft Zentrum Automobil. Ja, dann sind wir hier. Sind wir damals den Weg entlang gelaufen. Mai 2020. Schwarz gekleidete und vermummte Antifa überfallen die rechten Gewerkschafter. Die sind auf dem Weg zu einer Querdenker-Demo und liegen plötzlich auf der Straße. Dann sind die ersten zwei sind weg, dann kamen die nächsten zwei, dann kamen die nächsten zwei. Und jeder hat einmal immer draufgeschlagen. Sie haben vier Flaschen auf dem Kopf zertrümmert. Da handherum geht es praktisch hier
Da habe ich einen Bruch, das ist auch vom Krankenhaus. Und dann hier ein Haarriss. Andreas Ziegler liegt wochenlang im Koma. Ein anderer ist auf einem Auge beinahe blind. Sogenannte militante AntifaschistInnen bekennen sich im Internet zum Überfall. Schmerz, Stress und Sachschaden seien legitime politische Mittel. Zwei der Täter werden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ich denke, die antifaschistische Bewegung wäre deutlich respektierter, wenn sie sich öfter klarer von diesen Gewaltaktionen distanzieren würde. Auch bestimmte NGOs, Initiativen und Gruppen, die mit ihnen im Zusammenhang stehen. Berlin, vor gut 3 Wochen. Es ist der Tag der Entscheidung über eine Impfpflicht. Auf der einen Seite des Brandenburger Tors stehen die Impfgegner, auf der anderen die Antifa. Von Anbeginn der Impfproteste ist die Antifa mit dabei. Und es geht ihr nicht nur um Rechte, die bei den Demos mitlaufen. Impfung ist wichtig und richtig. Jeder soll sich impfen lassen. Ich kann jede Impfung nehmen. Die antifaschistischen Gruppen übernehmen diesbezüglich auch eine Korrektivfunktion, weil ihrer Meinung nach von staatlicher Seite zu wenig Überzeugungskraft geleistet wird, dass sich die Leute impfen lassen sollen. Die Antifa Seite an Seite mit dem Staat? Auch bei den Impfgegnern gibt es Linke, sogar welche mit schwarz-roter Fahne. Es kann doch nicht sein, dass ihr für staatliche Repression in dem Maß sind. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht links. Ihr seid doch linksautoritär, meine Kollegen. Ja. Bernd Langer kann das Impfengagement vieler Antifa-Gruppen nicht verstehen. Auch nicht die rohe Gewalt gegen Einzelpersonen. Wenngleich es auch Antifa ganz ohne Militanz nicht geben könne. Neonazis wird er sich weiterhin entschieden entgegenstellen. Richard Rohrmoser tourt derzeit mit seinem Buch, auch bei der Antifa. Doch immer, wenn er zur Kritik an der Gewalt kommt, gibt es Buhrufe. Zu offenen Diskussionen sei dann aber kaum einer bereit. Doch genau die brauche es.